Hang Power Snatch, Power Snatch. Die Übung, die wir nutzen, um Technikverbesserungen durchzuführen. Also, versucht nicht mit aller Gewalt irgendwie das Gewicht über Kopf zu bekommen und dann diese Bewegung am Ende rauszubekommen, sondern macht euch zum einen gut warm dafür und zum zweiten achtet auf Folgendes. Breiter Griff. Beim Snatch ist es wichtig, breit zu greifen. Auch wenn euch irgendjemand mal was erzählt hat für eine enge Overhead Squat. Hier ist es wichtig. Nehmt den Hook Grip, der Daumen ist gut eingeklemmt. Und dann nehmen wir das Gewicht erstmal auf in den Stand. Das heißt, wir starten mit der Hang-Bewegung und dann lehnt euch nach vorne über den Oberschenkel hinweg. Und der wunderschöne Hinge, gibt es ein anderes Video dazu, könnt ihr euch anschauen. Und auf dem Weg nach oben, ein wunderschöner Hang-Power-Snatch. Ihr setzt die Füße aktiv. Ihr bringt die Stange genau ins Zentrum, das ist hinter dem Kopf in der Endbewegung und der Po zeigt nach hinten raus. Aufstehen und ihr könnt die Stange wieder nach unten wegnehmen. Setzt die Füße wieder aktiv zusammen und dann Hinge-Bewegung nach hinten weg und bei der zweiten Bewegung darauf achten. Ellbogen und Nacken ziehen sich so hoch wie möglich, damit ihr da reinkommt. Das Ganze runterverlagert auf den Boden in eure Startposition. Bisschen Abstand zum Schienbein, das ist kein Deadlift. Guckt auf den wunderschönen Rücken, den der Adam hat. Und dann Spannung in den hinteren Ketten. Da wollt ihr wirklich Spannung aufbauen. Kontrolliert der erste Zug, sodass ihr den Oberschenkelkontakt wieder mitnehmen könnt. Und dann Explosion oben durch. Und ihr steht wieder in der gleichen Bewegung drin. Viel Spaß dabei.